Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Euro Truck Simulator bzw. der Euro Talk Simulator. Nennt das Projekt, wie ihr wollt. Mein Mikrofon ist korrekt eingestellt. Ihr könnt die Folge beginnen. Und, Ich bin weitergefahren. Ich bin jetzt in Calais. Ich bin der zufolge, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, in London doch, glaube ich, geendet. Also nicht verendet, sondern geendet. Nee, ich habe keine Fracht, ich muss schlafen. Hab ich eigentlich... Dachte ich gemacht, bevor ich... Die Aufnahme beginne, aber naja, gut. Egal. Da macht ja nichts. Können wir jetzt auch machen. So, Kreditraten. Wir haben 42.000 Euro Schulden. Perfekt. Um die Folge zu beginnen. Calais. Kommen wir da irgendwie nach Duisburg? Nein, leider nicht. Oder über Duisburg vielleicht irgendwas nach Prag. Ich hätte gerne sowas gehabt. Gibt es einen externen Auftrag? Ich bin nicht mit dem Ding verbunden. Ja, aber hallo. So. You have left the city. Habe ich jetzt Aufträge vielleicht? Habe ich andere Aufträge jetzt vielleicht? Nein, habe ich immer noch nicht. Okay. Hier habe ich nach Frankfurt, nach Birmingham, nach Southampton. Verdient man deutlich weniger, ne? Außerdem weiß ich nicht, was Sandwich-Paneele sind. Autos? Ich habe noch nie Autos transportiert. So weit würde ich eigentlich gar nicht gerne fahren wollen. Calais Rotterdam geht natürlich auch. Prag. 36.000. Reifen. Könnte ich mir überlegen. Ja, gut, machen wir. So, fahren wir nach Prag. Und nein, ich habe ist jetzt gut 3 Minuten, ne? Ich habe mich immer noch nicht entschieden, das ist perfekt. Da gibt es von Lidl irgendwas noch. Ich will nach Duisburg. Hier, Lidl Duisburg mit Autos. Ach, guck mal, perfekt. So. Richtig. Was ich sagen wollte. Genau, das Thema der Folge. Ist, dass da LKWs auf den Seitenstreifen fahren. Es ist ja kein Seitenstreifen, es ist ja ein Bürgersteig. Nein. Das Thema der Folge wird sein Netflix gegen Amazon Prime versus, beziehungsweise nice. Vielleicht nicht zwangsläufig nice. In einem Wettbewerb, sondern einfach halt quasi die beiden Konzepte vorstellen. Ein paar Unterschiede wird man immer nennen, weil es sind halt keine gleichen Produkte. Ich habe Geschwindigkeitsüberschreitung, ist super. Und ja, genau, dass ich halt darüber rede, meine Lieblingsserien, was ich da so für Filme gucke, wie ich Netflix gucke. Das ist ja auch, es gibt ja so 10 Typen von Netflix-Schauern. schreibt in die Kommentare, wenn ich mal ein Video drüber machen soll. Au. Nein, ich bin ganz schlecht darin, so diese 10 Arten von Videos zu machen. Ich habe mich da mal versucht dran zu setzen. Es war, glaube ich, halt, wie es halt am ehesten passt, 10 Arten von Skyrim-Spielen.
Ich bin gescheitert. Mir fallen halt weder die, die Arten von ein oder ich kann so gut darstellen. Aber man muss halt ja mal so ein bisschen parodierend und das ist nicht so das, was ich kann. Also, Humor habe ich, aber ich bin nicht gut darin, jemanden zu parodieren. Das würde ich, kriege ich nicht so gut hin. Auf jeden Fall. Netflix, fangen wir doch mal an. Erstmal, was sind denn so meine, ja, meine Lieblingsserien auf Netflix und auf Amazon Prime? Also ich würde ganz eindeutig sagen, dass das auf Netflix alles angefangen hat und auch direkt eine meiner Lieblingsserien ist mit Breaking Bad. Muss ich nicht viel drüber sagen, Breaking Bad. Die Serie kennt jeder und jeder weiß, dass das eine geile Serie und nicht übertrieben ist, wenn man ganz neutral, nicht als Fan, sondern ganz neutral sagen würde, es ist die beste Serie, die es auf dem Markt gibt. Einfach weil alles in dieser Serie passt. Story, Charaktertiefe, Dialoge, Musik. Alles ist alles perfekt. Es war, meine Geschichte zu Netflix ist, sage ich mal, zwiegespalten. Nicht zwiegespalten in Bezug auf meine Meinung, sondern nur auf diese Story. Es ist so, ich habe, als diese Serie ganz frisch rauskam, bei meinem Vater die ersten beiden Staffeln geguckt und dann so ab der zweiten Staffel habe ich, das war, ich kann mich noch exakt an die Folge erinnern. Ich will jetzt, ne, ich mach mal gerade einen Spoiler-Alarm. Macht in einer Minute wieder den Ton an. In der Folge, wo, also die Folge bevor Walter für 2 Millionen Dollar Meth an Gus verkaufen soll und deswegen nicht zur Geburt seiner Tochter dabei sein kann. Die Folge davor, das war die, wo ich aufgehört habe. So. Jetzt gehe ich einfach mal davon aus, dass es wirklich Leute gegeben hat, die... Guck mal, da hat jemand fast denselben Lack wie ich. Ich habe ja bei mir noch ein bisschen schwarz im Lack. Er hat, glaube ich, nur rot, so wie ich es erkenne. So, die Minute ist rum. Alle Leute, die mich jetzt gemutet haben, müssen mich jetzt wieder entmuten. So, auf jeden Fall habe ich halt bis zu dieser besagten Folge geguckt. Und danach eine Pause von, ja, doch 2 Jahren gehabt, bis ich über meinen mein Schwiegerbruder ist das, glaube ich, ne? Also von meiner Schwester, der Ehemann ist mein Schwiegerbruder, wenn ich mich nicht täusche. Und auf jeden Fall habe ich über den, beziehungsweise über die, deren gemeinsamen Account, Netflix dann wieder bekommen. Und mit Breaking Bad, das war, glaube ich, das erste, was ich überhaupt auf diesem Kanal geguckt habe. Breaking Bad. Und, weil ich dachte so halt nach dieser Pause, dass ich die Pause überhaupt gemacht habe, ja, Sendung ist ganz toll. Das war, damals habe ich Abitur und alles so gemacht, ne? Da, ich war Chemie-Freak. Na, also es gibt Gründe, weshalb ich Einsen in Chemie habe und Chemie studiere und, ne? Wo sich alle gefragt haben, hä? Wie? Du findest die Sendung nicht gut? Und ich so, ja, ich weiß, kam mir so vor, als wüsste ich zu Anfang der Serie, was passiert am Ende. Und
im... Ja, was heißt im Großen? Im Prinzip ein ganz klein bisschen hatte ich mit dieser Aussage auch recht, dass ich wusste, was am Ende ist, was aber, glaube ich, nicht daran lag, dass diese Story zu linear und nicht mit komplexen Wandlungen ist, sondern dass ich einfach quasi den richtigen Riecher oder Wette. Nee, Wette ist der falsche Begriff. Einen guten Zufalls... gut geraten habe. So, das ist es, worauf ich wollte. Und... ja. Aber als ich nach dieser Pause eingestiegen bin, habe ich die Dinger verschlungen. Erst gemächlich, ganz langsam. Ich glaube, für die zweite Hälfte der zweiten Staffel habe ich dann... ich hoffe, ihr habt das Aufstoßen nicht gehört. Hab ich dann noch so bestimmt knapp 2-3 Monate gebraucht. Und dann habe ich aber wirklich durchgestartet. Die dritte Staffel war noch so... Die dritte Staffel war für mich sehr flach. War nicht schlecht, aber halt flach. Und ab der vierten... die vierte war meine Lieblingsstaffel, muss ich so sagen. Wegen des Konflikts der zwei Hauptakteure in dieser Staffel. Oh, das geht so steil und das ist so geil, wie diese Staffel an Spannung immer weiter aufbaut, wie Jesse, also man kann ja die Hauptcharaktere in Breaking Bad sind Walter White, ein Chemielehrer, der Krebs hat, und Jesse, ein Drogenhändler, die zusammenfinden und Meth kochen. Also damit habe ich höchstens die ersten zwei Folgen von Breaking Bad gespoilert. Das weiß aber wirklich jeder über Breaking Bad. So. Und der Konflikt zwischen denen und anderen, der sich aufbaut, aufpusht, entwickelt. Einfach nur hammergeil, wie das in der vierten Staffel von Breaking Bad ist. Das ist auch so eine der Dinge, weshalb ich sage, es ist die beste Serie, die auf dem Markt existiert. Und jetzt wollte ich gerade mal was nachgucken, wo die Nachricht da unten ist. Ja, mich führt die... das Navi über diese Straße Calais in Duisburg. Ab dem Autobahnkreuz. Dem ist in Großbuchstaben. Das ist das Autobahnkreuz, was wahrscheinlich am meisten befahren ist. Das ist so ein bisschen wie das A3, A4... Nee, das A4, A5 Kreuz in Frankfurt. Das Frankfurter Kreuz. Am Flughafen. Jetzt bin ich raus. Genau. Und deswegen ist das auch meine Lieblingsstaffel. Und die ist auch... kompliziert. Von der... Ich sag mal, für die Drehbuchschreiber, Autoren und für die Produzenten der Serie war das auch mit Abstand die komplizierteste, sage ich. Und, aber auch das beste Meisterwerk, was die geschaffen haben. Richtig. Und allein wegen... Deswegen. So heißt das. Nicht wegen des... und allein deswegen, das ist eine so geile Staffel. Deswegen und allein deswegen würde ich sagen, hätte sich für mich Netflix gelohnt. Und dann aber zum Prime. So knapp 2015. Ich glaube, es war Mitte oder Ende 2015, wo ich dann gesagt habe, Netflix ist toll, finde ich gut. Ich hätte gerne Amazon Prime. Ich gucke mir das mal so an. Ich dachte erst, ich war ja so ganz blöd irgendwie. Es gibt ja dieses kostenlose Students-Programm für Amazon Prime, Leute. Also ein Jahr kannst du als Student kostenlos Amazon Prime haben. Aber ganz wichtig, ohne Instant Video. Instant Video ist das Netflix in Amazon Prime quasi. Why don't you... Das ist... O cara tá parado aqui, cara. O cara tá parado, mano.
Ich muss mal gerade was machen, wenn ich hier lang fahre. Mano, tá tudo limpo lá na frente, é o cara que tá parado aqui na frente, velho. Overtaking a higher. Vem junto, vem junto, vem. Ne. So? Aha. Jetzt habe ich den Sound nicht gemutet. So. Weil wenn jemand was Wichtiges schreibt, dann soll das mir bitte in den Chat schreiben. Und ich speichere trotzdem vorher. Aus der Tatsache, dass ich hier schon mal gebannt wurde für 2 Stunden, weil ich auf dieser Autobahn gefahren bin. Auf diese Straße gefahren bin. Das wusste ich nicht, dass man dann gebannt wird. Und ja, richtig. Hier ist immer was los auf dieser Straße, Kaledisburg. Das ist so Hammer. Danke! Richtig. ich liebe diese Straße einfach so sehr. Ja, ganz ruhig. Ich hab. Seht ihr das unten links, diese Admin-Nachricht? Hallo, ich bin gefahren. Ich bin instant gefahren. Ihr seht es auf Aufnahme. also ehrlich. Genau. Und halt Ende 2015 habe ich. Und dann wollte ich dieses kostenlose Ding, da habe ich das gemacht. Habe ich ganz schnell gesehen, hä? Ist ja gar nicht Instant-Video drin. Und dann bin ich direkt in eine kostenpflichtige gegangen, 50 Euro im Jahr. Da habe ich auch noch irgendwie erfahren, ja, irgendwie hätte es das auch günstiger gegeben. Das ist auch super, wenn man das dann immer danach erfährt. Und ich habe früher mal gehupt auf dieser Straße. Irgendwann habe ich festgestellt, das nervt nur noch. ich liebe diese Straße einfach so sehr. Richtig. Und dabei. Und dann habe ich halt wirklich mit Amazon Prime auch noch angefangen. Hauptsächlich habe ich am Anfang, da habe ich nicht mit irgendwas Spezielles. Willst du mich veräppeln? Eigentlich war es gar nicht so schlimm. Nicht mit irgendwas Speziellen angefangen. Ich habe halt so ein paar Filme habe ich gerne geguckt. Ich glaube, ich habe. Was war denn das erste, was ich auf Instant Video gesehen habe? Es können. Oh, diese Leute, die über die Land, übers Land fahren oder hier überholen, das ist noch viel schlimmer. Übers Land fahren ist vielleicht, wenn ich jetzt hier rechts fahren würde, vielleicht noch gar nicht so dramatisch. Aber die Überholer sind halt schlimm. Und. Ich kann mich nicht erinnern, was das erste war. Aber das erste große, und das ist gar nicht so lange her, war Alpha House. Ich habe so lange habe ich damit gehadert. Guck ich, Alpha House. Ich habe es in meiner Watchlist gehabt. Also die Watchlist ist genau wie bei Netflix quasi so eine Liste mit Serien, die man nochmal gucken wird. Wie viele Leute haben wir denn hier oben? Oh, 274. Und da ich hatte es immer drauf, immer. Ich habe vorher mal Serien geguckt, Dokus geguckt, das war das so. Und nie was Spezielles. Ich habe ein bisschen angefangen mit, wie heißt diese eine Serie, wo. Es geht um. Das ist die Darstellerin von Jessica Jones. Die. Zusammen mit so einer kleinen Blonde. Apartment 21 oder so. Oder 23. Damit habe ich angefangen. Und, wir waren ja bei Alpha House. So, und dann habe ich Alpha House irgendwann angefangen. Erste Folge, ja, fand ich ganz lustig. Musste ich schon lachen. Zweite Folge direkt geguckt. Und dann habe ich die ganze Sendung, alle beiden Staffeln. Es sind 40 Folgen. Habe ich dann in, ich glaube, 3 Wochen verschlungen. Und ich musste so lachen die ganze Zeit. Das ist eine so geile Sendung gewesen vom Humor her. Es geht, wenn ich das mal so beschreibe, um das Alpha House. Das ist ein Haus von einem Republikaner, die alles Senatoren unterschiedlicher amerikanischer Staaten sind. Und dort wohnen
1, 2, 3, 4. Ich glaube 5. 5, wenn ich mich nicht verzählt habe, amerikanische Senatoren in einem Haus. Und es geht halt immer um die Intrigen, um die Geschichten, um die privaten Geschichten der Senatoren. Und quasi nicht wirklich nur um Politik, das ist gar nicht der Hauptpunkt. Und halt auch die Geschichten der Helfer, beziehungsweise der Sekretäre, sage ich jetzt mal, der Senatoren. Und das ist halt einfach so witzig, wie die das alles verpacken. Dass zum Beispiel Homosexualität wird angesprochen und das sind Republikaner, ne? Also ganz Konservative. Und das ist einfach so witzig alles. Und diese Serie kann ich nur empfehlen, ist ja bei einem Instant-Video mit drin. Und die kannst du in 3 Wochen verschlingen. Wenn du willst, kannst du es auch in 1 Woche verschlingen. Guckst du halt 4 Folgen oder so pro Tag. 20 Minuten auch nur, wenn ich mich nicht täusche. Das könnte aber auch 40 sein. Und wow. Ja, und da überholt wieder mal jemand. Ne, deswegen seht ihr, überholen auf diesen Straßen ist ganz schlecht. Ja. Und dabei habe ich noch parallel auf Netflix eine meiner weiteren Lieblingsserien. Ich würde es halt noch nicht so als absolute Lieblingsserie, aber auch als eine begonnen. Nämlich Pretty Little Liars. Gar nicht auf mein Anliegen hin. Das habe ich begonnen durch die Uni. Ich habe ein paar liebe nette Freundinnen an der Uni. Und die haben halt immer von Pretty Little Liars, also den Charakterinnen davon geredet und was zu mir passen würde und pipapo und bla bla bla. Und ich hatte halt immer keine Ahnung, worüber die reden, ne? Weil ich diese Serie halt nie geguckt habe. Ja, und dann Netflix habe ich gesehen. Oh, die Serie ist ja drin. Hm. Oh, alle ersten 5 Staffeln, es gibt 7. Machst du doch mal. Ja, und da habe ich dann wirklich das so gemacht, dass ich eigentlich dauernd durchgehend jeden Tag 1, 2 Folgen, meistens 1 Folge wirklich geguckt habe und das jetzt immer noch mache. Ich bin jetzt in Folge, in Staffel. Vier. Wenn ich mich nicht toll. Sorry, ich dachte, du fährst auf den Seitenstreifen. Das ist, da geht's gar nicht so direkt um die Story. Die Story ist ganz passabel, sage ich mal. Sie ist nicht schlecht. Die Charaktere sind auch eher mittelklassig. Es gibt halt meine Favoriten, Charaktere, das ist auf jeden Fall Area. Area Montgomery, das ist also mein Liebling. Nicht so, dass ich jetzt sagen würde, ja, von denen, also wenn ich in einer Beziehung von denen wäre, wäre es Spencer, nicht Area, aber halt so vom Charakter her, auf jeden Fall Area. Vor allem auch, weil... Was zur Hölle? Ja, auf dieser Straße passieren immer lustige Dinge. Weil sie halt wirklich die ist, die immer den Überblick behält, weil sie immer die ist, die am vernünftigsten, am rationalsten ist. Nicht Spencer für mich. Für mich ist Spencer eine, die wirklich immer zu emotional und wenn sie mal einen rationalen Gedanken hat, dann den übertreibt sie immer, den reizt sie immer zu sehr aus. Und das macht sie für mich nicht zu der vernünftigen Frau, die alle in ihr immer sehen. Als sie ist ja quasi die Streberin und da die Rolle sehe ich zwar in ihr, aber ich sehe in ihr nicht diese rationale, super logisch denkende Frau. Und ja, mit der Serie bin ich auch wirklich warm geworden. Also das ist echt. Da ich freue mich quasi immer auf die nächsten Folgen und auf die. Was macht ihr denn hier alle?
und will auch immer wissen, es geht darum, in dieser Serie geht es darum, die vier bzw. fünf Freundinnen Aria, Spencer, Hannah, Emily und deren Anführerin, in Anführungszeichen Allison, sind in einer Stadt und nachdem Allison weg verschwunden ist, ich kann das ganz schlecht beschreiben, kommt sich diese Gruppe wieder näher. Die Gruppe ohne Allison. Und sie kriegen dann Nachrichten von einer unbekannten Person, die sich als A oder A ausgibt und denen quasi das Leben zur Hölle macht. So, was ist hier los? Und es geht in dieser Serie darum, herauszufinden, wer ist A. Und das ist das, was in den ersten beiden Folgen passiert. Das gehört wieder zu dem spoilerbaren Bereich, sage ich mal. Und das ist eigentlich ganz spannend. Du willst halt immer wissen, wer ist A. Nach jeder, vor allem zu den Staffelenden hin, hat man immer eine ganz stark getriggerte Vermutung, wer A ist. Und er ist es dann doch nicht. Und dann stirbt wieder jemand. Und das ist ganz spannend. Da passieren so viele Intrigen und vor allem halt die Pretty Little Liars. Jeder für sich hat seine eigenen Geheimnisse, seine eigenen Lügen. Und das Lügen, das wird immer weiter aufgebaut. Und du denkst ja, Zuschauer, warum hast du denn jetzt nicht die scheiß Wahrheit erzählt? Ja, und das ist halt das, was es wirklich so lustig macht. Und nicht so lustig, aber so spannend macht auf jeden Fall. Und ja, da ich will jetzt halt noch die ersten fünf Staffeln gucken. Danach muss ich mir die zwei, ja, weiß ich noch nicht, wie ich die anderen beiden Staffeln sehe. Gibt's nicht auf Netflix, gibt's nicht auf Amazon. Obwohl doch, gibt's auf Amazon Prime, muss ich, doch, stimmt. Habe ich letztens nachgeguckt, vor einer Woche oder so. Auf Amazon Prime kann man ja die Sachen, die nicht in Prime enthalten sind, an Serien kaufen. Und ich meine, 15 oder 20 Euro kostet eine Staffel da. Und um das siebte Staffel, das Staffelfinale. Habt ihr das gehört? Deswegen will ich jetzt noch die letzten beiden Staffeln auch noch gucken. Und ja, richtig. Das ist dann so, dass ich berichte, weil du wahrscheinlich, wenn diese Serie wirklich so weitergeht, nochmal ausführlich vielleicht nach der siebten Staffel dann ein Video machen, wo ich halt wirklich mein Fazit und alles über diese Staffel mache, über diese Serie mache. Und dann noch ganz neu ist Hand of God dazu gekommen. Eine Amazon-eigene Produktion, genau wie Alpha House übrigens auch. Hand of God, das ist ein Richter, der Richter Pernell Harris, der zu Gott gefunden hat und quasi den Auftrag in Anführungszeichen hat, den Vergewaltiger, der die Frau seines Sohnes vergewaltigt hat und dieser hat sich daraufhin erschossen, dass er diesen Vergewaltiger finden will. Und darum dreht sich die ganze Serie und quasi, dass immer weiter die Schritte näher gebracht werden, wer denn der Vergewaltiger ist. Und da ich jetzt schon das Ziel sehe und wir auch schon in Duisburg sind, würde ich auch jetzt sagen, wie ich habe über meine Lieblingsserie geredet. Ich werde immer neuere, mehr Serien gucken. Das heißt, das ist quasi auch ein durchlaufendes, durchgängiges Thema. Und ich bin an der Tankstelle vorbeigefahren. Ja, das kann ich jetzt wohl noch machen. Also, da könnte ich auch wahrscheinlich jeden Monat neu drüber reden oder jedes Jahr oder was weiß ich. Und
Ja. Insgesamt ist es so, dass ich nicht wirklich sagen kann, wer mein Favorit ist, Netflix oder Amazon. Ich würde aber eine Tendenz sagen, das ist auf, das nicht auf jeden Fall, das ist ja nicht der Sinn einer Tendenz, dass es eher Netflix ist, einfach weil da mehr die Serien sind, also wirklich Betonung auf Serien, die mir gefallen. Und es ist auch wieder super, was sie da erledigen. Und für Filme finde ich auf jeden Fall Amazon besser. Vor allem auch, ich bin ja jemand, der, wenn denn, ich stimme sehr oft mit Ratings überein, mit IMDb, mit Metakritik, alles so. Und vor allem bei Filmen ist das tatsächlich so, wenn's, oder auch wenn es um Oscar geht, ein Oscar-Film finde ich meistens persönlich auch sehr gut. Das ist super, was wir da hinten wieder erledigt. Und Amazon hat, meine ich, zum Beispiel von den Oscar-Filmen bester Film, also 2015 bis 2000, ich glaube, nur zwei nicht. Alle anderen Oscar-prämierten Filme für den besten Film existieren auf Amazon Prime. Und allein das ist ein Faktor, der für mich allein das ist ein Faktor, weshalb für mich Amazon Prime, was Filme angeht, auf jeden Fall den Vorzug gegenüber. Jetzt weiß ich nicht, wie ich hier vernünftig einpacken soll. Den Vorzug gegenüber Netflix bekommt. Allgemein, sonst, wir sind ja eh schon am Ende der Folge. Ich wüsste jetzt sonst nicht, was ich noch über Netflix reden könnte. Klar, man kann jede einzelne Serie, jeden einzelnen Film, den ich da gesehen habe, nochmal besprechen, aber das würde wahrscheinlich zum einen den Rahmen deutlich sprengen. Ich muss anfangen einzulenken. Und zum anderen ist das ja quasi nicht mehr direkt das Thema der Folge. Also würde ich sagen, ich hoffe, euch hat das Thema Netflix und aber zum Prime und so weiter interessiert, und ja, wenn ihr natürlich, also wenn die da drin sind, dann kann ich das auch nicht so gut. Ja, und wie in der anderen Folge, wenn euch das Thema interessiert, schreibt es mir in die Kommentare oder gibt eine Bewertung oder irgendwie so. Und ich werde da noch ein weiteres Video dazu machen. Auch vielleicht zu irgendwas Speziellen, irgendwie so. Halt eine besondere Serie oder wie finde ich das Layout von Amazon und Netflix? Welche App finde ich besser? How-to's, how-to-watch Serie auf Amazon? Keine Ahnung. Aber das war es erstmal mit dieser Folge und ausgezeichnet der Auftrag 400 Kilometer. $20.000? Ja, $21.000. Und ich würde sagen, bis zur nächsten